Es gibt Menschen, die glauben, dass unser Bewusstsein nach dem Tod unseres physischen Körpers in ein wunderbares himmlisches Reich zurückkehrt. Ich persönlich akzeptiere nicht, dass dies als Selbstverständlichkeit geschieht. Der Tod ist kein Heilmittel für Unwissenheit. Und wenn wir diese Welt mit dem Tod des physischen Körpers verlassen, zieht es uns dorthin, wo unser Bewusstsein konzentriert ist. Es ist unser Schwingungszustand, der entscheidet, wohin wir gehen können. Mit anderen Worten, wir tun es. Wenn wir die Verkörperung der reinen Liebe sind, werden wir unsere äußere Hülle, die russischen Puppen, abstreifen und unser Bewusstsein wird zu jenem Funken der reinen Liebe, der die gesamte Existenz durchdringt. Wenn wir immer noch ernsthaft in der Illusion feststecken, was bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen der Fall ist, werden wir vielleicht nicht höher als in die Astralbereiche gelangen, weil unser Schwingungszustand uns dort festhält. Wenn Satanisten mit dämonischen Wesenheiten Geschäfte machen und mit ihnen Verträge mit Blut unterzeichnen, handelt es sich um einen Schwingungsvertrag. Als Gegenleistung für die dämonische Manipulation, um ihnen Macht und alles, was sie in dieser Welt wollen, zu geben, stimmen die Satanisten zu, dass ihre Dämonen sie besitzen sollen, wenn sie diese physische Welt verlassen. Wenn sie den Körper verlassen, verschieben Satanisten die winzige Schwingungsdistanz in die untere astrale oder vierte Dimension. Das ist alles. Je mehr Seelen, in Klammern Energie, dieser bösartigen Natur, diese dämonischen Wesenheiten in ihren Frequenzbereich packen können, desto stärker ist das Schwingungsgefängnis, das die dritte Dimension umgibt und durchdringt. Diejenigen, die keine Satanisten sind, aber immer noch fest von der Illusion kontrolliert werden, werden das Physische verlassen und sich auf höhere Ebenen des astralen Frequenzbereichs begeben und eine andere Illusion erleben. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen auf der Erde in einem Zyklus der Reinkarnation zwischen der astralen und der physischen Illusion und wieder zurück gefangen sind. Letztendlich können sich Menschen schwingungsmäßig so weit von ihren höheren Dimensionen lösen, dass sie praktisch als völlig getrenntes Fragment oder verlorene Seele agieren. Das ist die Situation, auf die die niederen viertdimensionalen Wesenheiten so vehement hingearbeitet haben. Das Bewusstsein inkarniert sich aus höheren Reichen, um zu versuchen, den Betrug und die ihm zugrunde liegende Illusion aufzudecken. Aber viele dieser Menschen bleiben auch in der Illusion gefangen und vergessen, warum sie gekommen sind. Es ist eine schwierige Schule, weil die Schwingungen langsam sind und die Energie daher dicht ist. Aber wenn wir unser Bewusstsein und unsere Realität in den höheren Bereichen fokussieren können, während wir einen physischen Körper bewohnen, erden wir dieses höherdimensionale Bewusstsein in dieser Dichte und erhöhen sowohl das Bewusstsein für die Illusion als auch die Frequenz des Schwingungsfeldes der Erde. Wenn wir diesen höheren Zustand erreicht haben, sind wir in dieser Welt, aber nicht von ihr. Was bedeutet das alles? Wir befinden uns in einem niedrig schwingenden Gefängnis der Matrix und leben täglich in einer Illusion. Es ist die Illusion, die die ganze Show zusammenhält. Und die Illuminaten haben die Medien, die Wissenschaft, die Bildung, die Religion, die Medizin, das Finanzwesen und die Wirtschaft. Das ganze groteske System so eingerichtet, dass sie unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein
mit Botschaften überfallen, die darauf abzielen, die Illusion immer tiefer in unseren Realitätssinn zu programmieren. Wenn wir das glauben und das tun, bis auf wenige Ausnahmen alle, werden wir niemals aussteigen und uns befreien können. Der wichtigste Punkt auf der Agenda der Illuminaten ist die Manipulation der Vorstellung der Menschheit von sich selbst. Ohne das wird der Rest ihrer Agenda unmöglich. Ich werde in den letzten beiden Kapiteln einige Vorschläge machen, wie wir hier herauskommen können, aber unsere Wahl ist ganz klar, in der großen Illusion zu existieren oder in der großen Unendlichkeit zu leben. Anders ausgedrückt, wollen wir das Gefängnis oder das Paradies? Wenn es das Paradies sein soll, haben wir noch einiges zu tun. Torwächter. Die Matrix ist ein System, Neo, und dieses System ist unser Feind. Wenn du drinnen bist und dich umsiehst, was siehst du dann? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Schreiner, genau die Köpfe der Menschen, die wir retten wollen. Aber solange wir das nicht tun, sind diese Menschen Teil dieses Systems und das macht sie zu unseren Feinden. Sie müssen verstehen, dass die meisten dieser Menschen nicht bereit sind, sich vom System zu lösen. Und viele sind so hoffnungslos abhängig von dem System, dass sie dafür kämpfen werden, es zu schützen. Morpheus in die Matrix. Das ist ein tiefgründiges Zitat und eine brillante Zusammenfassung des Dilemmas, vor dem wir stehen. Ich sehe Menschen, die in der Matrix stecken, nicht als meine persönlichen Feinde an, denn sobald wir dies als einen Konflikt oder Krieg zwischen uns und ihnen sehen, bestätigen wir nur, wie eingesteckt wir sind. Wir gegen sie ist Matrixdenken, eine Matrix-Wahrnehmung. Dies sollte nicht als eine Art Kampf betrachtet werden, denn das, was man bekämpft, wird man. Aber Menschen, die in der Matrix denken, sind die Feinde der Freiheit, das steht fest. Feinde ihrer eigenen Freiheit und der Freiheit aller, die in der großen Illusion existieren. Sie sind die Torwächter der Matrix und unterdrücken täglich die Gedanken, Wünsche, Menschen und Informationen, die uns und sie befreien könnten. Natürlich sind die bewussten Agenten der Illuminaten in den Positionen der wirtschaftlichen, geschäftlichen, medialen, politischen, rechtlichen und militärischen Macht platziert, um diesen mentalen und emotionalen Schafstall zusammenzuhalten. Aber sie können dies nicht allein tun. Sie müssen die Menschheit so manipulieren, dass sie sich selbst unterdrückt. Die Menschheit ist wie der Wachmann. Er weiß oft nicht, was er bewacht und warum er es tut.